Zweites Kapitel, das Geheimnis in den Bergen. Tibet, 400 Meilen östlich von Lhasa. Potztausend, was ist passiert? Kim, kannst du mich hören? Kim, sag doch was! Verdammt, ich muss zu ihr hoch und zwar schnell. Sie braucht meine Hilfe. Okay, was haben wir hier Schönes? Ein Propellerblatt? Ein Stück vom Propeller meines Flugzeugs. Nehmen wir das mit? I guess? Ein random Schlitten? Das ist ein Lastenschlitten aus meinem Flugzeug. Ich benutze ihn in den Wintermonaten zum Entladen der Fracht. Den Absturz hat er relativ gut überstanden, nur die Auflagefläche ist zerbrochen. Ich frage mich, wie der gefallen sein soll, dass das Teil zerstört wurde und der Rest nicht. Sieht noch ganz brauchbar aus, nur die Auflagefläche ist zerbrochen. Ich nehme ihn mal mit. Die Kiste wurde aus dem Flugzeug geschleudert, ist aber heil geblieben. Echte britische Wertarbeit. Mit bloßen Händen bekomme ich die nicht auf. Mit einem Propellerblatt? Damit könnte ich den Deckel aufhebeln. Jetzt bin ich aber gespannt. Es hat geklappt. Die Kiste ist offen. Mal sehen, was wir hier haben. Ein Grammophontisch und ein paar Schallplatten. Das meiste davon ist zu Bruch gegangen. Schade. Eine Erste-Hilfe-Ausrüstung oder ein Überlebenspaket wären mir lieber gewesen. Oh, wir können eine Lawine rufen. Meine schöne Fort ist nur noch ein Wrack, aber das ist jetzt egal. Wichtiger ist es, Kim zu helfen. Von hier unten kann ich es nicht erreichen. Okay. Da geht ein Pfad lang. Ich wäre jetzt eigentlich erstmal hier hochgegangen, aber okay. Lassen wir sie da erstmal hängen. Knapp 500 Meter weiter unten. Das Wrack der Messerschmidt. Viel weiter als meine Fort ist sie also auch nicht gekommen. Vielleicht finde ich dort drüben, was das mir hilft, Kim zu retten. Dazu muss ich aber erst irgendwie auf die andere Seite der Felsspalte kommen. Ja, müssen das Ding hier irgendwie ranholen, ne? Hier hat der Wind den Schnee fast vollständig weggeweht. Ich denke nicht, dass er sich bewegen lässt. Aber ich weiß noch nicht, wie wir hier rankommen sollen. Ich glaube, da müssen wir uns erst noch ein bisschen umsehen. Hätte ich Höhenangst, würde mir bestimmt schlecht werden. Immerhin geht's da gute 200 Meter steil nach unten. Wenn ich genug Anlauf nehmen könnte, es nicht so rutschig wäre und der Wind weniger stark wehen würde, könnte ich es vielleicht mit einem Sprung auf die andere Seite schaffen. Diese massive Ansammlung von Konjunktiven lässt das Unternehmen allerdings ein wenig zu riskant erscheinen. Ja, der hätte Fahrradkette, okay. Furcher? In dieser Furche hat der Wind den Schnee nicht weggeweht. Ich möchte nicht ohne Grund dort hochlaufen. Okay. Oh nein. Aber wir haben noch keine Fläche zum drauf sitzen. Einen Schlitten mit Beinen brauche ich im Moment eigentlich nicht. Nee, ich hätte ja gerne die Sitzfläche davon. Der Trichter des Grammophons ist leider das einzige, was davon den Absturz heil überstanden hat. Ein kleiner Klapptisch mit vier Beinen. Das war die neueste Platte von Josephine Baker. Sie ist beim Absturz leider zerbrochen. Diese Schellackscherben sind verdammt spröde und scharfkantig. Der Deckel der Holzkiste, die beim Absturz aus dem Frachtraum geschleudert wurde, er ist recht stabil. Kann er versuchen, nur auf dem Deckel? Nee. Tja, mit dem Schlitten wäre ich vielleicht wirklich schnell genug, um über die Felsspalte auf die andere Seite zu springen. Allerdings scheitert der Plan im Moment noch an zwei Dingen. Erstens liegt hier unten nicht genug Schnee und zweitens ist die Auflagefläche des Schlittens kaputt. So, klappt das mit der Lawine? Nee. Nein, danke. Meine Finger sind auch so schon steif gefroren. Nee, ich will wieder zurück. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich komme jetzt gar nicht mehr zurück, oder was? Da hat sich jede Menge Schnee angesammelt. Okay. Dann müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Die Schallplatte ist zersprungen
und vom Grammophon nur der Trichter übrig. Da kommt sicher kein Hörgenuss auf. I believe you. Ja, was machen wir denn? Den Klapptisch irgendwo gegenhauen, damit der kaputt geht? Ruhiger, Schneewehe, Fels, Felsspalter. Nein, danke. Ich darf jetzt echt nicht mehr zurückgehen. Hm. Müssen wir jetzt nochmal alle Gegenstände mit allem ausprobieren, I guess? Oder können wir ein bisschen... Ach, ich bin so blöd. Wir können einfach ein bisschen nach rechts gehen, dann kommen wir ja hoch. Oh! Wow, ganz brav, liebes Schaf. Holy. Das Agali versucht, sein Revier zu verteidigen. Ich werde mich besser nicht mit ihm anlegen. Geh weg! Als ob! Du wirst nicht verjagen dürfen. Die sehen aus wie rituelle Räucherstäbchen. Ich gehe dort nicht hin, solange dieses Agali in der Nähe ist. Ja, was machen wir denn jetzt? Es muss doch auch ohne Blutvergießen gehen. Zumal ich das ungute Gefühl habe, dass es mein Blut wäre, das im Kampf Mann gegen Tier fließen würde. Hm. Ja, ich würde ja gern irgendwie... Na? Ist hier noch was sonst? Dunkle Klumpen, Altar. Scheint ein Gebetsplatz der Einheimischen zu sein. Wie es aussieht, war seit längerem niemand mehr hier. Ich habe keine Ahnung, was genau das ist. Sieht aber wie Kohle aus. Ich komme nicht hin, solange das Agali hier ist. Was machen wir denn gegen das Agali? Die Schallplatte ist zersp... Ja, ja, ja. Ja, damit kann ich die zerbrochene Auflagefläche ersetzen. Oh, ich bin so dumm. Mit dem Holzding statt mit dem Klapptisch. Mit dem Deckel der Kiste habe ich die Auflagefläche repariert. Der Schlitten ist jetzt wieder voll einsatzfähig. Gut, wir haben aber unten immer noch keinen Schnee, ne? Das ist ja das Problem. Aber jetzt hier bei dem Vieh komme ich auch nicht wirklich weiter. Hm. Mal kurz gucken. Hatte ich hier noch was übersehen? Wir sind mitten im Himalaya abgestürzt, in einer nahezu unerforschten Region. Die nächste Siedlung ist sicher ewig weit entfernt. Hm-mm. Nichts mehr drin. Gehen wir nochmal kurz runter. Ich denke nicht. Ja, 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 ja. Wie können wir denn nicht genug Anlauf diese Massiv. Ja, ja. Ich will doch einfach nur eine Lawine provozieren. Geht das nicht? Da? Damit kann ich etwas Schnee aufnehmen. Na gut. Ob das so produktiv ist, weiß ich jetzt nicht. Ich verteile den Schnee dann mal schön gleichmäßig über den Fels. Allerdings werde ich schon einige Ladungen brauchen, bis alles komplett bedeckt ist. Okay. So, geschafft. Na dann wird's jetzt lustig, I guess. Ich könnte es tatsächlich schaffen, mit dem Schlitten über die Felsspalte auf die andere Seite zu springen. Der Schlitten ist repariert, genügend Schnee liegt jetzt auch auf der Piste. Dann keiner will das probieren, oder? Mir fällt jedenfalls keine bessere Möglichkeit ein, um die andere Seite zu erreichen. Wer probiert sowas? Das ist so lebensmüde. Juhu! Ach du meine Güte. Was für ein Mordspaß. Unter anderen Umständen würde ich das sofort nochmal machen. Hm. Die Abdeckung der Tragfläche ist beschädigt und scheint lose zu sein. Her damit. Die Abdeckung ist sehr scharfkantig. Hm. Mit bloßen Händen kann ich sie nicht lösen. Aber mit auch scharfkantigen Sachen? Oh, schade. Ja, damit könnte ich die Abdeckung lösen, ohne mir die Hände zu zerschneiden. Was auch immer wir damit wollen. Es ist ein bisschen wie eine Leiter, oder? Das Gerüst der Tragfläche. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Die Kanzel fehlt. Sieht aus, als ob sich der Pilot mit dem Fallschirm gerettet hat.
Mal sehen, ob noch was Brauchbares zu finden ist. Ein Fernglas. Das Gerüst der Tragfläche der Messerschmitt. Es ist aus Aluminium und zum Glück recht leicht. Eine schmutzige Pilotenjacke. Die Taschen sind leer, aber zwischen Leder und Innenfutter scheint etwas eingenäht zu sein. Ein Taschenmesser vielleicht? Ja, damit kann ich das Innenfutter heraustrennen. Hey, in die Jacke war ein Dokument eingenäht. Wenn ich das hier oben richtig übersetze, dann ist das ein Passierschein. Man benutzt sowas, wenn man während einer militärischen Operation freies Geleit durch ein fremdes Land braucht. Das sollte ich mir mal genauer anschauen. Interessant. Der Text ist einmal in Deutsch und einmal in Tibetisch verfasst. Es geht darum, dass dem Besitzer dieses Dokuments freies Geleit an Grenzübergängen und eine gewisse Immunität gegenüber den lokalen Behörden gewährt wird. Der Text ist einmal in Deutsch und einmal in... Hier unten sind zwei Siegel angebracht. Das eine ist von der tibetischen Regierung, das andere kenne ich nicht. Es scheint aber von einer Organisation aus Deutschland zu stammen, der Thule-Gesellschaft. Noch nie davon gehört. Auf jeden Fall scheinen die Deutschen mit offizieller Genehmigung der tibetischen Regierung hier zu sein. Ich muss diese Informationen unbedingt Lord Weston zukommen lassen, wenn wir wieder in Sicherheit sind. Ich glaube, das war's dann aber auch, oder? Hier oben scheint der Name der Operation zu stehen. Vril. Keine Ahnung, was das bedeutet. Okay. Well. Hier hat sich eine Pfütze mit Schmelzwasser gebildet. Das Schmelzwasser würde meine eiskalten Finger im ersten Moment vielleicht ein ganz klein wenig wärmen. Aber wenn ich sie dann nass herausnehme, frieren sie mir bei den Temperaturen sicherlich blitzschnell ab. Wenn man nur ein wärmendes Feuer hätte. Das Heck des Wracks hat Feuer gefangen. Explosionsgefahr besteht aber nicht, da kein Treibstofftank oder ähnliches in der Nähe ist. Wenn man ein wenig Abstand hält, ist es angenehm warm hier. Das glaube ich. Okay, ich leg das Fell mal auf den Schlitten. Dann sitze ich das nächste Mal auch noch weich. Hey, jetzt habe ich ja ein Fell mit Hörnern. Ah, okay. Damit wollen wir unserem Freund Angst einjagen, oder was? Der Lautsprechertrichter ist unten offen. Damit kann ich kein Wasser transportieren. Die Schallplatte ist zersprungen. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich hier gerade machen soll. Ich dachte eigentlich, wir können uns eine Fackel basteln oder so. Warum? Diese Informationen könnten noch sehr wichtig sein. Ja. Ich sollte das Dokument also lieber nicht verbrennen. Ja, ich weiß auch nicht. Können wir es in die Pfütze hängen? Nee, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Probieren wir mal mit der Tragfläche zurückzukommen. Die Tragfläche ist zu schwer, um sie mitzunehmen. Aber ich kann sie auf dem rutschigen Boden irgendwo hinschieben. Ja, hier rüber, damit wir halt rüberkommen. Perfekt. Sehr vertrauenserweckend alles auch. Okay. Nicht? Müssen wir die erst noch verfestigen? Gehen mal hoch. Mein Schlitten hat jetzt tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Agali. Doch damit der Bock meine Attrappe wirklich mit einem Artgenossen verwechselt, fehlt noch was. Die Augen oder was? Aber an die dunklen Klumpen komme ich da nicht ran. Das stinkende Fell mit Hörnern bekommt jetzt noch Beine. Die Ähnlichkeit mit einem Schafbock wird immer erschreckender. Also, wenn ich beide Augen etwas zusammenkneife, bekomme ich direkt Angst vor dem Ding. Okay, let's go, I guess. Bin gespannt, was jetzt passiert. Meine Güte, das Agali hat Kleinholz aus der Attrappe gemacht. Aber wenigstens ist es verschwunden. Das ist alles, was von meinem Schlitten nach dem Agali-Angriff übrig geblieben ist. Okay. Die sehen aus wie rituelle Räucherstäbchen. Gimme. Schreien in Wein. Hoffentlich ziehe ich nicht den Zorn irgendeines Gottes auf mich, wenn ich die alle mitnehme. Aber ich bin schließlich in einer Notlage und darum geht das sicher in Ordnung. Ja, bestimmt. Scheint ein Gebetsplatz der Einheimischen zu sein. Wie es aussieht, war seit längerem niemand mehr hier. Ich habe keine Ahnung, was genau das ist. Ja, dann nimm. Was sind denn das für merkwürdige Brocken?
Sieht aus wie Kohle oder... Hey, Moment mal, das ist getrockneter Agali-Kot. Ah, toll. Ja, super. Was machen wir damit? Angenehmer Geruch hin oder her, da drin ist das besser aufgehoben und ich fühle mich wohler. Und jetzt zünden wir das an, maybe? Es wäre eine Fackel. Zumindest alles, was mir irgendwie einfällt. Hm, mal sehen. Das Zeug brennt tatsächlich und es riecht gar nicht mal so übel. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Könnte daran liegen, dass Agales Pflanzenfresser sind und jede Menge Kräuter vertilgen. Hm. So, was machen wir jetzt damit? Ich habe ein Räucherstäbchen angezündet. Dieser unglaubliche Gestank würde Tote wecken. Ah, damit können wir sie aufwecken. Das Räucherstäbchen ist schon zur Hälfte abgebrannt, stinkt dabei immer noch extrem widerlich. Also können wir sie damit nicht aufwecken? Okay. Hm. Der getrocknete Kot brennt und riecht dabei nicht mal übel. Hm. Kim! Gott sei Dank, sie lebt. Kim, hörst du mich? Verdammt, sie ist ohnmächtig. Aber ohne ihre Mithilfe bekomme ich sie nie aus dem Wrack raus. Ich muss sie irgendwie wach bekommen, sonst erfriert sie. Der Fallschirm aus meinem Flugzeug. Ich komme nicht ran. Mit dem Propellerblatt? Der Propellerflügel ist zu kurz. Nein! Damit erreiche ich den Fallschirm nicht. Verdammt, können wir das hochziehen? Nee. Mit dem Horn? Um Kim durch den Gestank des Räucherstäbchens zu wecken, sollte es möglichst noch brennen. Ja. Ist ja gut. Ich habe ein Räucherstäbchen angezündet. Der Rauch riecht so abartig übel. Damit sollte ich Kim doch wach bekommen. Kim, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Was? Ja, ich glaube schon. Voll Teufel, es stinkt denn hier so widerlich. Tut mir leid, ich musste dich irgendwie wach bekommen. Bist du sicher, dass dir nichts fehlt? Ziemlich sicher. Mein Schädel brummt und ich bin älter als ein Eisblock. Aber sonst ist alles in bester Ordnung. Wir müssen dich da rausholen. Hilf mir, das Cockpitdach anzuheben. Allein schaffe ich's nicht. Sondern das Flugzeug jetzt nicht runterrutscht? Verdammt. Es bewegt sich zwar ein Stück, aber wir bekommen es nicht weit genug nach oben. Und nun? Ich hoffe, du hast einen Plan B. Ich arbeite dran. Vielleicht mit der Macht von dem Fallschirm? Schneller! Ich brauche mehr Kraft, um das Cockpit wegzubekommen. Oder die Hebelwirkung eben wieder. Ich sollte das Cockpit besser nicht mit dem Propeller bearbeiten, solange Kim da noch drin ist. Falls ich abrutsche, verletze ich sie womöglich. Kann ich ihr was zum Auftauen geben? Nee. Ja, was machen wir denn da? Zum Glück scheint es Kim soweit ganz gut zu gehen. Allerdings muss sie schnellstens aus dem Wrack raus und sich aufwärmen. Das Cockpit ist völlig zerquetscht. Kim hatte Glück, dass sie nicht schwerer verletzt wurde. Das Cockpit lässt sich zwar ein ganz kleines Stückchen anheben, aber nicht weit genug, um Kim zu befreien. Wie kommen wir an den dran, ist auch die Frage. Der Propellerflügel ist zu kurz. Kann ich den nicht irgendwie aneinander machen oder so? Da hat sich jede Menge Schnee angesammelt. Ja, den haben wir ja schon eingesammelt.
Können wir den irgendwie verlängern, indem wir den ins Eiswasser machen oder ein Eiszapfen dran geht? Hier hat sich eine Pfütze mit Schmelzwasser gebildet. Ich weiß nicht so ganz, was wir mit der machen sollen. Stehe ich gerade ein bisschen dumm auf dem Schlauch? Scheint ein Gebetsplatz der... Ich glaube, aber hier können wir auch gar nichts mehr machen. Vielleicht hier den Lederriemen wieder abnehmen? Als sich das Agali meinen Schlitten vorgenommen hat, ist dieses Teil abgebrochen. Oh, der Lederriemen löst sich ab. So, dann können wir doch jetzt bestimmt eine Propellerverlängerung machen, oder? Nicht? Wir dürfen das nicht zusammenbauen. Schade. Der Lederriemen war um die Hörner meines Schlittens gewickelt. Dieses Teil ist von meinem Schlitten abgebrochen, als das Agali Kleinholz draus gemacht hat. Was mache ich mit denen jetzt? Also ich hätte jetzt gedacht, dass wir halt irgendwie den Propeller verlängern müssen. Meine schöne Fort ist... Gut, ich mach den Riemen mal nass. Dann kann man den doch theoretisch formen, oder? Oh, kaum nehme ich den Riemen aus dem Wasser, gefriert er schon. Okay, dann ist er jetzt länger als der Propeller, I guess. Amazing. Das könnte klappen. Let's hope for the best. So, meine Idee wäre jetzt eben, mit der Kraft davon das Cockpit eben wegzuschallern. Aber das könnte ja auch potenziell gefährlich sein. Ich leg den Fallschirm hier ab und binde die Tragegurte fest ans Cockpit. Und boom. Dann zieh ich mal die Reißleine. Ah. Teufel. Hast du das gesehen, Kim? Geschafft. Toll. Ich bring dich trotzdem um. Später. Jetzt holen wir dich erstmal aus dem Wrack raus.